So, ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich das mit der Kamera hinbekommen habe, die ja ein fürchterliches Bild geliefert hat. Aber die Software wollte nicht so wie andere Teile des Universums. Und insofern jetzt erst verspätet das Hallo, also Hallo und herzlich willkommen zum Live-Chat bei Jetzt TV. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir uns haben sehen können. Letztes Mal war es ausgefallen, also mindestens 4 Wochen ist es her. Aber ich habe nochmal nachgeschaut und habe gesehen, die Wahrheit hat sich in der Zwischenzeit nicht verändert. Sie ist immer noch dieselbe. Und das ist das Beruhigende, das Zentrale. Denn daran orientieren wir uns ja immer und wissen, dass das die Qualität ist, auf die wirklich unter allen Umständen Verlass ist. Und die keine Zeitdauer kennt, sich nicht verändern kann, immer mit sich selbst identisch ist. Und die ist ein Magnet ist für das Herz, also für den Wunsch nach Freiheit, der ja aus dem Herzen kommt. Und insofern sind wir alle schon gut bedient, auch wenn wir es nicht alle, möglicherweise nicht alle merken. Aber alle Menschen sind prinzipiell gut bedient, weil sie in sich selber eigentlich ruhen. Und den Unterschied, den es macht, ist natürlich der, ob du es für dich registrierst oder nicht. Gut, dann lass uns schauen, was so auf uns zukommt heute Abend. Ich bin für alles offen. Vor allem für Satsang, natürlich. Ja, im Gegensatz zur Realität, also zu dem, was ich nicht verändern kann, sind wir natürlich mit der Welt konfrontiert oder leben in ihr. Und in ihr gibt es ja die Idee von Gefangenschaft wie auch die von Befreiung. Außerhalb davon gibt es weder die Idee von Gefangenschaft noch die von Befreiung. Und in dieser Welt hier verändert sich alles. Das ist wichtig zu wissen. Dass du das nicht sein kannst, was du zu sein glaubst, wenn du glaubst, du bist dieser Körper. Denn alles, was sich verändern kann, das kannst du nicht sein. So, das ist schon mal beruhigend. Also das ist auch schon mal leicht nachvollziehbar, zu überprüfen, worauf du deine Aufmerksamkeit auch richtest, ob du das bist oder sein kannst. Denn wir können uns mit allem Möglichen identifizieren, nicht nur mit der Form, sondern mit äußeren Objekten. Und es ist ja eigentlich klar unter uns, dass wir Objekte nicht sein können. Aber dieser Körper hier, dieser Ausdruck hier, der Verstand in dem Körper und alles, was darin existiert, ist ja auch ein Objekt. Und zwar ein sich ständig veränderndes. Und das, was sich ständig verändert, dazu kannst du eigentlich zwar ich sagen, aber es stimmt nicht. Es wäre dann ein, müsstest du dazu hinzufügen, ein sich veränderndes Ich. Aber wenn wir ich sagen, meinen wir eigentlich eine Qualität, die immer schon mit sich selbst identisch war. Und das ist aber nichts, was in der Welt als Objekt auftaucht, also auch nicht deine Form, nicht dein Körper, sondern das, was du wirklich bist. Und das ist, wie gesagt, jenseits jeder Form, jenseits jedes Objektes. Das heißt, du kannst das, was du wirklich bist, nicht sehen, fühlen, erfassen, begreifen oder greifen. Auch nicht begreifen und auch nicht riechen. Nichts, was mit den Sinnen zu tun hat, hilft dir, das zu sehen oder das zu erfahren, das zu sein, was du bist. Also müssen wir uns jenseits der Sinne auf das besinnen, was wir wirklich sind. So, und das Spannende daran ist oder darin ist, dass wir, wenn wir das tun, es auch erfahren im Sinne von, du merkst, wenn du dich dem öffnest, was jenseits deiner persönlichen Ideen und Vorstellungen ist, jenseits deiner Form. Das merkst du als Unterschied in deinen Empfindungen. Das heißt nicht, dass du das, was du bist, empfinden kannst, aber die Wirkung davon, die empfindest du, die kannst du empfinden. Denn sonst wüssten wir ja nicht, wenn wir uns auf unsere wahre Identität besinnen, dass wir da angekommen sind, also dass wir wirklich uns darauf ausgerichtet haben.
können wir nur wissen, wenn wir irgendein Feedback bekommen. Okay. So. Hallo Sahid. Du sagst, lieber Muni, ich wünsche mir aus tiefstem Herzen die Erleuchtung. Ich weiß alles über die Erleuchtung. Ich weiß, dass ich nicht erleuchtet werden kann. Witzig, gell? Dass du es dir wünschst, obwohl du weißt, dass du nicht erleuchtet werden kannst. Dann wäre ja konsequent, es nicht zu wünschen, weil es ja auch nicht möglich ist. Dennoch erhoffe ich mir dadurch, endlich glücklich und friedlich zu werden und Personen sowie auch Situationen nicht zu einem Mittel zum Zweck zu reduzieren. Ja, das ist klug, weil das ist das Prinzip, nach der eine Persönlichkeit funktioniert, dass sie nur etwas tut oder auch lässt, wenn es ihr etwas verspricht. Also sie nach Sinn und Zweck lebt und nicht eigentlich nach dem Herzen, was sich an allem Möglichen erfreuen kann, ohne dass es einen Sinn ergeben muss. So, meine Existenz, sagst du, ist sehr anstrengend und mühselig und ich bin verzweifelt. Alles ist bedeutungslos. Manchmal erhoffe ich die Erlösung durch Liebe in einer Beziehung zu finden. Ich würde so gern aus tiefstem Herzen mich selbst und alles andere bedingungslos lieben. Und ich weiß irgendwo, dass ich das kann. Doch meistens ist mein Verstand nur negativ und urteilt, isoliert mich von anderen und sieht meist das Schlechte in den Menschen und macht mich selber schlecht. Dann sagst du noch, tut mir leid für den langen Text, ist nicht mein Tag heute. Hahaha. Naja, scheint dein Tag zu sein, weil du dich ja wirklich deutlich zeigst und damit auch sagst, wie dein gegenwärtiger Zustand ist. Und natürlich ist es so, dass diese Idee, dass etwas anderes kommen, passieren muss oder Hoffnung auftauchen muss, die sich erfüllen soll, wenn es einem nicht gut geht, also wenn man verzweifelt ist. Denn wenn es einem gut geht, kommt man nicht auf die Idee, dass es einem besser gehen muss. Aber es ist natürlich so, dass selbst wenn es einem gut geht, es noch besser gehen kann, wenn man sich kennt, also Verwirklichung passiert. So, die Sache ist die. Die Strategie sieht ja immer so aus, und das ist auch deine, dass du sagst, du musst das für die Erleuchtung tun oder du willst erleuchtet werden und so weiter. Das ist ja gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist eigentlich zu schauen, welche Störfaktoren sind eigentlich in meinem Leben und inwieweit bin ich darin verstrickt, inwieweit bin ich damit identifiziert. Inwieweit bedeutet mir das mehr, mit Störungen sozusagen zu sein oder Behinderungen zu sein, als glücklich zu sein? So, das heißt, wir müssen eigentlich nicht anstreben, glücklich zu sein, sondern wir müssen schauen, was uns unglücklich macht. Das ist die wesentliche Strategie. Denn wenn das wegfällt, was uns unglücklich macht, und was meist etwas ist, womit wir identifiziert sind und wovon wir glauben, dass es lebensnotwendig ist und so weiter und uns auch rettet aus vielen Nöten, solange wir das glauben, dass wir, indem wir etwas erlangen, dann glücklich sind, sind wir auf dem Holzweg. Also das wahre Prinzip, die wahre Strategie sieht so aus, dass man sich das anschaut, was verhindert, dass du sehen kannst, dass die Qualität, also die du Erleuchtung nennst, schon ist. Die ist schon da, nur du bist nicht erleuchtet, das ist klar. Es ist auch niemand erleuchtet, sondern Erleuchtung geschieht und das ist dann nicht Erleuchtung im Sinne von vorher war es dunkel, jetzt leuchtet es, sondern jetzt siehst du nur, dass es immer schon hell war, dass es immer schon in dir gestrahlt hat. Das ist das, worum es geht, das Anerkennen eines Zustands, der immer schon ist. So, also muss man seinen blinden Flecken anschauen, also sie zunächst mal finden, dann anschauen, dann versuchen, sie nicht zu verdrängen, zu lernen, mit ihnen zu sein. Und mit dieser Strategie erlöst du all das,
was dem im Weg ist, dass du dich als das erkennst, was schon glücklich ist. Lange Frage, lange Antwort. So geht es normalerweise. Okay. Hallo Anita, du fragst, schönen guten Abend, in was für einer Tradition stehst du? An sich in keiner, aber ich finde mich wieder im Advaita. Also das ist das, was mir am ehesten entspricht. Aber ich empfinde mich nicht in irgendeiner Tradition, sondern in der von der Wahrheit. Das ist meine Tradition oder Linie oder wie auch immer man das nennen mag. So, hallo Narasimha, du fragst, wie verändert sich die Erfahrung von Angst und Leiden durch das Erwachen? Beides hört auf. Das ist die Folge davon. Das heißt nicht, dass du nicht den Körper, also die Form, wenn ein Auto auf dich zufährt und du bist mitten auf der Straße, dem aussetzt, dass es zu einer Kollision kommt. Also ist eine Angst als Reaktion des Systems bezüglich des Überlebens natürlich vorhanden. Leiden ist nicht vorhanden, weil Leiden besagt, du hast einen Widerstand gegen das, was passiert. Das hat aber mit Verwirklichung nichts zu tun. Das heißt, da ist niemand, der unter etwas leiden könnte. Es ist auch niemand da, der Angst haben könnte. Aber in einer stimmigen Form zur Erhaltung des Systems braucht es eine gewisse Angst. Wir können auch sagen Vorsicht. Und ansonsten haben wir ja schon alles gesagt. So, hallo Wayne. Frage. Das tyrannische Kind, welches sich betäubt mit dem Ich will nicht oder dem Ich will, wie kann dieses zurückgenommen werden in Bezug auf die Mutter, dass dies tiefer in mein Herz fallen? Na, du musst sehen, in welcher Notlage du dich befindest, dass du nach diesem heftigen Prinzip, ich will oder ich will nicht, lebst, sodass du, bevor du in diese Reaktion kommst, siehst, wie geht es mir. Also in welcher Not bin ich? Und wenn du dann die Energie dieser Not bewusst wahrnimmst und siehst, dass es darum geht, dann lässt du sie da sein, spürst sie mit anderen Worten, versuchst sie nicht zu verdrängen und dann hast du keine Energie mehr übrig, wenn du sie gespürt hast, um in diesen Modus zu gehen. Das ist das einfache Prinzip. Funktioniert immer. Das heißt aber, die Vorbedingung dafür ist, wach zu sein. Also wenn du nicht wach bist, bekommst du ja nicht mit, in welchem Modus du gerade bist. Und häufig sind die alten Strukturen so stark, dass sie und auch so gewohnt, dass man nicht wach dafür ist. Und es geht so schnell, dass automatisch eine Reaktion erfolgt, bevor du merkst, dass du eigentlich davor in einer Energie warst, die dich hat leiden lassen. Also aus der du aus Verzweiflung raus wolltest, um dich dann zu behaupten durch ich will oder ich will nicht. So, hallo Hans-Gerd, du sagst, haben wir eigentlich besonders schwierige Zeiten, wie viele sagen,
Und warum geht es jetzt oder ist das immer gleich? Nun, wir haben immer schwierige Zeiten, solange wir denken, dass wir jemand sind. Das ist die schwierige Zeit, die man mit sich hat. Und das haben leider viele Leute, mit anderen Worten fast alle. Und daher empfinden sich alle als schwierig und als in Not befindlich. Und das führt dazu, dass man dann natürlich in dem Modus ist, dass man begehrt. Das heißt, was man nicht hat, versucht man zu bekommen, weil man denkt, dass man das, was man braucht, um glücklich zu sein, von außen bekommt. Und diese Situation haben wir immer schon gehabt. Und wir haben sie jetzt verstärkt, weil es jetzt wohl ein Zyklus ist, in dem sich vieles verändert. Also was energetisch im Universum jetzt passiert, heißt das so alles, was vorher scheinbar sicher war, jetzt mal kräftig durchgeschüttelt wird. Das sehen wir an allen Ecken und Enden im Moment in der Welt. In Form von Chaos, Orientierungslosigkeit, zum Teil Verzweiflung und so weiter. Und natürlich auch sehr viel Aggression. Also ich sage jetzt nicht, dass das der Beginn eines tollen neuen Zeitalters ist, sondern ich sage, wir befinden uns eben in dieser Situation, die ganz schöne Turbulenzen im Außen produziert. Und natürlich auch innen. Und der Hinweis ist natürlich der, immer wieder, das, was im Außen passiert, hat immer auch mit innen zu tun. Und solange die Menschheit in sich so im Chaos ist, so viel verdrängt, so viel projiziert, wird das im Außen auch genauso sichtbar. Nur ist es so, dass wir natürlich als Menschheit das nicht bestimmen, in welchem Modus wir sind. Und wir bestimmen auch als Individuum nicht, in welchem Modus wir sind. So, das heißt, es ist also ein Geschehen, das sich immer wieder wiederholt. Das heißt, in bestimmten Zyklen, wenn die Energie der Menschen, die vieles nicht leben, sondern verdrängen, wieder zu einem bestimmten Maß zugenommen hat und bestimmte Systeme, die darauf aufbauen, an ihren Gipfel gekommen sind, dann kippt das Ganze. Und diese Zyklen hat es immer gegeben. Jetzt sind wir in so einem Modus. Das nur als Antwort darauf, dass du fragst, ob es immer schon so war und ob wir jetzt eigentlich in schwierigen Zeiten sind. Ja, wir sind in schwierigen Zeiten, aber die bieten natürlich für Bewusstheit viele Möglichkeiten, nämlich wirklich an seine Ängste, an seine Nöte, an sein Leid zu kommen und das zu transzendieren. Das ist wichtig. Also sich als jemand zu kennen, das ist das Zentrale, das ist ja auch unser Thema hier heute Abend, dass man sich als das kennt, was von all dem nicht berührt ist, aber deswegen nicht herzlos ist. Das ist nicht zu verwechseln. Nicht berührt sein heißt nicht, dass man deswegen eiskalt ist, sondern dass man in den entscheidenden Momenten eher das Richtige tut und das aus dem Herzen heraus. So, kostbar, grüße dich. Lieber Moni, ich habe mir innerhalb mehrerer Meditationen die Menschen vor meinem geistigen Auge vorgestellt, die mir vermeintlich in meinem Leben wehgetan haben. Dabei habe ich registriert, dass sie nicht ihr Körper sind, nicht die Handelnden sind, keine Gedanken. Selbstdenken. Warum leide ich also? Seitdem lebe ich aus dieser Sichtweise und es geht mir gefühlsmäßig damit auch prima. Aber wenn ich mit den Menschen spreche, bin ich wieder raus und bin voll im Ich und schiebe wieder Schuld zu. Wie kommt das? Naja, das kommt dadurch, dass du dich eben so erfahren hast, dass Menschen sich aus deiner Sicht dir gegenüber so verhalten haben oder es zumindest so ausgesehen haben, weil sie haben dir ja aus deiner Sicht in deinem Leben wehgetan, sagst du. Das einfach so abzuhaken, indem du dir sagst, naja, das sind ja nicht die Handelnden und so weiter und du hast sie dir mit deinem geistigen Auge vorgestellt und sie denken auch nicht selber und so weiter, das ist noch zu sehr mental. Also du kannst erst aus diesem Wissen leben, wenn du das für dich wirklich verwirklicht hast, im Sinne von, das ist eine Erkenntnis, die in dir dann auch bewirkt,
dass du dich Menschen gegenüber dann anders verhältst, weil du ihnen nicht die Schuld gibst an all dem, was in dir ist. So, du hast jetzt aber deine Absolution vielleicht noch nicht erteilt oder du hast es nicht erwähnt, weil natürlich ist es gut, die anderen als die zu sehen, die sie sind und nicht ihnen unterzuschieben, dass sie allein schuldig oder überhaupt schuldig sind. Aber es ist auch wichtig, dass du das auf dich anwendest. Also, dass du für dich siehst, ich bin nicht die Handelnde und so weiter. Und ich habe keine Schuld. Weil solange du das von dir denkst, projizierst du das auch auf die anderen, unabhängig von dem, was du ansonsten an Erfahrungen gemacht hast, die scheinbar die anderen entlasten. Aber du siehst, sie sind nicht entlastet. Sie sitzen noch auf der Anklagebank bei dir. Das ist der Punkt. Also, wir müssen immer mit uns selber anfangen. Wenn wir anderen etwas vorwerfen, ist es wichtig, zu schauen, ob wir das nicht dasselbe tun wie die anderen. So, und das bedeutet in der Regel aus meiner Erfahrung, dass das immer so ist, wenn wir anderen was vorwerfen, dass es mit uns etwas zu tun hat. Und dann ist es wichtig, sich das anzuschauen und das in sich aufzulösen. Und die Vorwürfe, die man an sich selber hat, dass man sich nicht treu ist, dass man Fehler macht und dass man, wie gesagt, dasselbe tut, wie das, was man anderen vorwirft. Das muss man erst in sich auflösen, dann erst kann man bei den anderen sehen, dass sie auch nicht schuldig sind oder eben nicht die Handelnden sind. Und aus dem Grund eben auch nicht verantwortlich für ihr Handeln. Ja, hallo Supriya, du hast mir geschrieben, dass du im Krankenhaus bist und ich habe dir schon geantwortet, dass ich dir gute Besserung wünsche. Und dass es nicht sein muss, dass du wieder ins Krankenhaus musst, das ist ja noch lange nicht gesagt. Nur es ist immer gut zu wissen, weshalb man wo ist und welchen Anteil man daran hat, dass man im Krankenhaus auftauchen muss. Hans-Gerd, du fragst das große Thema Schuld. Wie merkt man eigentlich Schulddynamiken an sich und was macht man dann damit? Na, also die wesentliche Schulddynamik ist die, dass du dich als minderwertig oder wenn du dich als minderwertig empfindest, was in der Regel der Fall ist, wenn man nicht verwirklicht ist, dann empfindet man sich prinzipiell als minderwertig. So, dann hat man das Gefühl, weil man glaubt, dass man jemand ist, eben weil man nicht verwirklicht ist oder nicht Verwirklichung stattgefunden hat, dann empfindet man sich als Übeltäter, also als jemand, der etwas verursacht hat und getan, entschieden hat und so weiter und dann als Folge davon natürlich schuld ist an dem Resultat. Das ist natürlich nicht der Fall, denn niemand hat Schuld, weil niemand bestimmt, was er tut und niemand bestimmt, was er sagt und niemand bestimmt, was an sogenannten Gedanken, die ich ja Informationen nenne, weil ja niemand da ist, der denkt, was daran in Form von Informationen auftaucht. Niemand bestimmt das. So, damit hat dann auch der Herr niemand, Herr und Frau niemand hat dann sozusagen die Schuld, aber nicht du oder niemand sonst.
So, was macht man dann damit? Wenn man sich schuldig fühlt, dann sollte man sich schuldig fühlen, um diese Energie von Schuld aufzulösen, damit sie nicht wieder auftauchen kann. Das ist bei jedem Thema der Fall, das mit einem Gefühl gekoppelt ist, dass es wichtig ist, das als Gefühl zu spüren, um es damit auch zu erlösen. So, wichtig ist natürlich, dass man weiß, wenn man das Gefühl hat, dass man sich schuldig fühlt und sich auch rechtfertigt, was ein Hinweis ist, ein deutlicher für Menschen, die immer Entschuldigungen auf der Lippe haben oder auf der Zunge haben, das weist natürlich darauf hin, dass man oder deutet darauf hin, dass man sich schuldig fühlt. So, also sich entschuldigen, da ist das Wort ja Schuld drin. Also man versucht etwas gerade zu rücken, wovon man eigentlich nicht immer überzeugt ist, dass das auch stimmt. In Bezug auf eben Nichtschuld oder Schuld. So, was macht man mit allem, was auftaucht und was eine Einschränkung ist für einen selbst? Man lässt es da sein und fühlt die Gefühle dazu und schaut, was der Grund dafür sein mag, dass man sich schuldig fühlt. Das ist auch wichtig zu wissen. Das ist natürlich der Minderwert als Grundstruktur, aber häufig sind es auch bestimmte Erfahrungen, die man gemacht hat, bestimmte Dinge, die sich durch einen ausgedrückt haben und für die man sich dann schuldig fühlt, weil man eben denkt, dass man jemand ist, der bestimmt, was man tut. So. So, Priya, ja, ist in Ordnung, dass du nicht so kannst wie sonst, sonst wärst du ja nicht im Krankenhaus. Also weiterhin alles Gute dir. So, Kostka, wir machen weiter. Aha, sagst du, dann werde ich mal bei mir selbst anfangen und für mich auch das anwenden, was ich anderen an Schuld erlasse. Schließlich sind wir ja alle verbunden und Verbindung ist gleich Liebe. Vielen Dank, Moni. Ja, sehr gerne, aber mach es nicht so, wie du es mit den anderen gemacht hast, dass du das für dich zu mental erfasst, sondern schau für dich selbst, schau, was das Gefühl von Schuld in dir auslöst, wie es dir damit geht und ob du wirklich welche hast. Schau, ob du wirklich selber Urheber für deine Entscheidungen bist, für deinen Ausdruck, für alles, was durch dich passiert. So, und dann entfällt die Schuld, weil du sehen musst, du bestimmst nicht. So, hallo Bela. Du sagst, zwischenmenschlich passiert es, dass ich genau dies tue, was zum Beispiel die Mutter des anderen immer tat. Ich merke das dann ganz genau, dass ich das eigentlich gar nicht bin und mich sonst so nicht verhalte. Es fühlt sich an wie eine Rolle, welche eben durch mich gespielt wurde. Der andere ist dann enorm getriggert und ich verstehe gar nichts. Läuft das so ab? Danke, du sagst danke, schon zu früh gedankt. So. Das ist noch die Frage, ob du, wenn du dich so empfindest und auch so verhältst wie die Mutter des anderen, also deines jeweiligen Partners, ob du nicht tatsächlich dieselben Tendenzen hast. Denn Tatsache ist, dass man als Partner immer als Mann seine Mutter wählt und als Tochter oder als Frau seinen Vater. Und bei Gleichgeschlechtlichen sieht es anders aus. Da sucht man immer dasselbe, was man ist. Also man sucht natürlich immer den entsprechenden Partner. So, den kennt man schon von sich. Also das ist mir schon vertraut oder bekannt. Das lehre ich auch schon sehr lange. Das wissen ja auch hier schon die meisten. Aber es kann natürlich sein, wenn du bestimmte Verhaltensweisen nicht hast, die identisch sind, dass du die andere Seite davon, also die andere Polarität davon, normalerweise ausdrückst. Und dadurch das Gefühl hast, das, was du jetzt tust, ist falsch oder das bin ich eigentlich nicht. Also es kann sein, dass es eine und dieselbe Energie ist, nur die andere Polarität.
Und es kann sein, dass du aufgrund der Resonanzen, die ihr beide nun mal eben habt, genau spürst, aufgrund seines Verhaltens, wie er es gewohnt ist, sich zu verhalten, um bestimmte Reaktionen seiner Mutter hervorzurufen. Das ist dann die Taktik, Aufmerksamkeit zu bekommen, die ja die Taktik aller Menschen ist, die ja alle eigentlich, was Zuneigung betrifft, nicht wirklich sich als versorgt empfinden, sondern als in Nöten. Also, du bist ja auch sensibel und ich denke, du fühlst dich gut ein und wirst vermutlich dann genau so reagieren, wie du spürst, dass dein Partner das erwartet. So, Hans-Gerd, du fragst jetzt, was ist mit karmischer Schuld oder kollektiver Schuld, weil ich zum Beispiel Deutscher bin? Ja, sowas gibt es. Alles, was irgendwann mal in Form von Verbrechen oder Gewalt geschehen ist, das führt auch dazu, dass, weil jeder Mensch ja auch Kontakt hat zur Liebe selbst, also nicht zu einer aufgesetzten Moral, sondern zur Liebe selbst und im Grunde genommen weiß, dass andere zu verletzen für niemanden gut ist, weder für den, der verletzt wird, noch für den, der verletzt. Und das Thema Schuld eine große Bürde, eine große Hürde ist auch schwer zu überwinden. Und das setzt sich natürlich im Bewusstsein eines Volkes fest. Und wir Deutschen sind ja so wie ein Volk, dem die Hände gebunden sind. Wir trauen uns vieles nicht zu sagen und zu tun. Und das spricht für eine kollektive Schuld der Deutschen. Karmische Schuld, naja, aus meiner Sicht gibt es keine früheren Leben, insofern gibt es das nicht, aber Karma heißt ja Handlung und dass man die Folgen der Handlungen tragen muss, inwieweit man das für sich erfährt, ist dahingestellt. Nicht jeder erfährt die Wirkung von karmischer Schuld im Außen, oft nur im Innen, sodass man es nicht im Außen nachvollziehen kann. Also wie eben auch gesagt bezüglich kollektiver Schuld, ist das Prinzip das, dass man weiß, bestimmte Grenzen sollte man nicht überschreiten, weil sie auf beiden Seiten oder allen Seiten sogar Schaden zufügen. Sahid, du fragst, wieso kann oder will ich nicht bewusst werden über meine Gefühle und im Widerstand verharren? Nun, weil es so ist, dass natürlich die Gefühle, derer du nicht bewusst sein willst, unangenehme Gefühle sind. Und die Taktik einer persönlichen Identität darin besteht, zu versuchen, die Nöte nicht da sein zu lassen, nicht zu sehen, sie zu übersehen, sie wegzudrücken, sie zu ignorieren, so als wären sie gar nicht da. Und jedes System entwickelt dann eine andere Strategie, damit es sich gar nicht mehr daran erinnert, dass da unangenehme Gefühle geparkt sind. So, und dann lebt man natürlich ein Leben in Depression. Depression heißt ja Unterdrückung, Unterdrückung von Energien und Lebensfreude und ist grundsätzlich unglücklich. Das ist die Folge davon. So, und das geht ja so weit, wie du es auch beschreibst, dass man sogar im Widerstand ist, dagegen, dass die Gefühle dann auch sichtbar werden, also an die Oberfläche kommen. Das erlebe ich ganz oft, dass das bei Menschen der Fall ist, dass sie versuchen, sich zu schützen und nur nicht an ihren wunden Punkt zu kommen. Und naja, wie will man seine Tendenzen erlösen, wie will man sich dem total widmen und auch das sein, was man ist, wenn man an den Tendenzen festhält, die man nicht ist. Also an den ganzen Strategien der Abwehr von Unangenehmen, von Gefühlen und Situationen und Begegnungen und so weiter.
Fehler, ja, die Aufmerksamkeit des anderen bekommen wollen. Dieses möchte ich ja auch immer von dir und dafür schäme ich mich wiederum. Aber was soll ich da tun? Einfach nicht nachgeben, nicht nachgeben und still sein? Nun, bei dir sein und sehen, dass du in dieser Not bist, in dieser Not, dass du Aufmerksamkeit willst. Das ist doch zentral. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, in welchem Modus man gerade ist. Das haben wir ja vorhin auch schon mal erwähnt. Wenn du merkst, du kommst in Not und du willst, bist dabei, dich zu verstellen, weil das ist in der Regel der Fall. Also entweder wird man dann wütend oder man versucht, jemanden mit allen möglichen Tricks dazu zu animieren, das zu tun, was man will oder eben auch nicht will. Wenn man das sieht, dass man in diesem Modus ist, dann ist es wichtig zu sehen, ich bin jetzt in diesem Modus, da ist jetzt in mir dieser Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es ist ganz wichtig, dass man weiß, was diese Begierde dieser Aufmerksamkeit mit einem macht. Und auch, wie sehr das der Fall ist, also in wie vielen Umständen es so ist, dass du davon gefangen bist. Also in bestimmten Formen von Verhalten, die jeweils dann passieren, wenn du das Gefühl hast, du bist in Not und du brauchst jetzt jemanden von außen. Die Lösung natürlich, die sogenannte endgültige Lösung dafür ist ja natürlich die, zu sehen, man braucht nichts von außen und man bekommt das, was man wirklich ist, ja auch nicht von außen, sondern das muss innen erforscht und gesehen werden und dann umgesetzt oder verwirklicht werden. Das ist schon mal die Lösung vorweggenommen. Aber davor heißt es, wach zu sein dafür, ich bin jetzt in dem Modus, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit, ich bin jetzt total bedürftig. Ja? Und wie fühlst du dich, wenn du bedürftig bist? Wie armselig das ist? Ja? Sodass du dich vorstellen musst, damit du jetzt was bekommst oder denkst, dass du wirklich was bekommst, was zu deinem Vorteil ist, aber eigentlich dir gar nichts gibt. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn wenn man nicht durchschaut, dass eine Strategie einem gar nichts gibt, sondern im Gegenteil sogar Schaden zufügt, dann wird man mit der Zeit merken, das tut mir nicht gut und lässt es. Am besten nicht mit der Zeit, sondern möglichst schnell. Aber das kann man nicht bestimmen. So, das heißt also, wenn du die Idee hast oder das Gefühl da ist, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit, ich bin in Not, dem nicht nachzugeben, also nichts zu tun. Da zu bleiben, nichts zu tun, das da sein zu lassen, das zu spüren und warten, bis das Gefühl sich aufgelöst hat. So, und dann schaust du, was dann danach als nächstes kommt. Und das wird eine andere Energie sein, eine andere Qualität, sodass du nicht aus der Bedürftigkeit heraus handelst. Okay, kostbar, wir machen weiter. Du sagst jetzt zum Kommentar vorhin bezüglich der Schuld und so weiter und dir selbst, dass du jetzt für dich schaust und den Hinweis, dass ich sagte, das ist zu viel auf der Gedankenebene, sagst du, ja, ich verstehe, ich bin zu mental unterwegs. Ich werde in den nächsten Meditationen mal versuchen, an die Gefühle der Schuld ranzukommen, um sie für alle aufzulösen und Leid unnötig werden zu lassen. Okay, gut, dann da bringst du mich an das Stichwort Tonglen. Tonglen ist ein Begriff aus dem Buddhismus, der folgende Meditation ist oder folgende Praxis ist. Wenn du schon sagst, dass du die Schuld für alle und die Gefühle dazu für alle auflösen willst, hast du jetzt hier die Möglichkeit. Also, du atmest das Leid der Menschen ein. Das Elend der Menschen, der gesamten Menschheit, atmest du ein und bist dir bewusst, dass es sich durch deinen Atem in deinem Herzen transformiert und du atmest Glückseligkeit aus oder Segen für alle Menschen aus. Okay, also
Du atmest das Elend der gesamten Menschheit ein und atmest es als Segen für die Menschheit aus. Das heißt, das Leid transformiert sich in dir, in deinem Herzen, wenn du diese Praxis machst. Das ist die Praxis des Mitgefühls, eine tibetische Praxis. Wie perfekt für dich gemacht. Es hilft nicht viel, zu versuchen, die Gefühle der Schuld hervorzuholen oder zu wünschen, dass sie in der Meditation auftauchen, denn sie tauchen nicht einfach nur auf, wenn wir das wollen, weil wir eben nicht bestimmen, dass wir das bewirken, was wir denken, was wir können. Das kannst du dabei auch feststellen, wenn du das probierst, versuche dann, dich als schuldig zu fühlen oder die Schuld hervorzuholen, und du wirst sehen, sie taucht gar nicht auf. Vielleicht ein bisschen, aber die Momente, in denen man sich wirklich schuldig fühlt, das sind die wertvollen Momente. Und wie gesagt, diese Praxis ist gut. Das kann man die ganze Zeit machen. Die Praxis des Tonglen. Sahid, du fragst, was kann ich tun, mich meinen Gefühlen zu stellen, beziehungsweise sie bewusst hervorzuholen und zu fühlen? Gibt es da eine Methode? Du hast ja gerade gehört, was ich sagte zu den Gefühlen bezüglich der Schuld. Das gilt für alle Gefühle. Also, wichtig ist, zu versuchen, präsent zu sein, wach zu sein, zu sehen, was passiert. Dann wirst du sehen, dass das, was sich in dir als Form bewegt, was du registrierst, das ist nämlich ein Gefühl, dass da Gefühle auftauchen. Und dann schaust du, dass du, ob du diesen Impuls hast, sie zu verdrängen oder sie haben zu wollen, oder ob du vielleicht einfach, und das wäre das Allerbeste, in dem Beobachten selbst verweilen kannst. Also, dass die Gefühle da sein können und du damit nichts machen willst, sondern du registrierst nur wie ein Fernglas, das ja auch nicht bestimmen kann, was damit ist, was gesehen wird, bestimmst du auch nicht, was mit den Gefühlen passieren soll, und lässt sie einfach da sein. So geht man mit den Gefühlen um. Sie heißen ja Gefühle, fühle, und dann gehen sie. Das ist Gefühle. So, wir brauchen sie also nicht bewusst hervorzuholen, denn wir sind ja die ganze Zeit in Gefühlen. Also der Körper, im Körper ist ständig alles in Bewegung, und wenn man dafür wach ist, dann gelingt es eben auch mehr und mehr in dieser Übung des Erlaubens zu verweilen. So, Bela, du sagst jetzt total gut, okay, zu dem Prinzip der Gefühle und des Daseinlassens und des Wachseins. Gut. So, Priya, du hast jetzt auch dazu noch mal was gefragt, ob Meditation gesteuert werden kann, um an Gefühle ranzukommen. Wie das? Nein, es ist wichtig, einfach offen zu sein, in der Meditation nichts zu steuern, sondern einfach nur da zu sein. Und wenn dann Gefühle auftauchen, auch einfach nur da sein, nichts damit machen. Das ist schon alles. Das ist gar nicht so kompliziert. Es braucht einfach nur die Erlaubnis, dass das, was auftaucht, da sein darf. Und das ist nichts anderes als die Position von Verwirklichung, dass erlaubt ist, dass alles, was da auftaucht, da sein darf. Und dann schaut man, ob es einen Handlungsbedarf gibt oder nicht. Aber zunächst mal lässt man erstmal das, was aufgetaucht ist, da sein. Und schaut dann. Schaut dann neu. So, hallo Lilly. Du fragst, ob es einen Unterschied gibt von Gefühlen und Emotionen. Und wie erkenne ich das? Das ist recht einfach. Ein Gefühl ist etwas, an das nichts gekoppelt ist, sondern einfach nur das Wahrnehmen von Bewegung im Körper. Eine Emotion ist ein Gefühl im Körper, gekoppelt mit bestimmten Überzeugungen, Erwartungen, Vorwürfen,
irgendwelchen Aspekten, die Konzepte des Verstandes sind. Also es ist eine Mischung aus Überzeugungen, dementsprechend Erwartungen und so weiter, also Teile des Verstandes mit Gefühlen gekoppelt. Das ist eine Emotion. Kostbar, du sagst jetzt, du hast diese Übung des Tonglen probiert und du sagst, ich habe die Schuld von Menschen, die diesem Körper wehgetan haben, eingeatmet und Glückseligkeit oder Segen ausgeatmet. Es entstand Verbundenheit zu den Menschen. Das ist wahr. Das ist wahr. Die ist ja immer schon da, aber die Verbundenheit wird dann durch diese Übung gesehen. Nur du bist etwas sparsam umgegangen. Du hast doch gesagt, du willst alle erlösen. Warum denn nur die, die dir wehgetan haben? Du sollst alle erlösen. Also diese Übung bedeutet, das Leid oder Elend aller Menschen oder überhaupt der ganzen Welt, es ist ja nicht nur, dass die Menschen leiden, es ist so, dass die Pflanzen leiden, dass die Tiere leiden, nicht alle, aber im Großen und Ganzen ja, ist ja sehr viel Leid auf dem Planeten. Also, das gilt es einzuatmen, dich nicht zu beschränken auf zwei oder drei Manneken, die dir mal wehgetan haben. Also gib richtig Gas, ja. Wenn schon transzendieren, dann alles, ja. Okay. So, dann sagst du, aber ich denke, das benötigt noch Wiederholungen. Das werde ich mir für die nächste Woche vornehmen. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Lili, du bedankst dich auch bezüglich Gefühlen und Emotionen. Sehr gerne. So, Sahid. Muni, ich finde es nicht fair, sagst du, von Gott, dass ich das alles durchmachen muss als Mensch und zudem als Person auch noch eine Illusion bin. Ja, das würde ich ihm sagen. Beschwer dich und schau, ob sich dann was ändert. Eher nicht, sondern schau, inwieweit du die Idee hast, du musst etwas durchmachen oder inwieweit du es verstehst, es taucht etwas in dir auf und du spürst es, du lässt es da sein, betrachtest es, und löst es dadurch auf, indem du nicht im Widerstand dagegen bist, was auftaucht. Und auch nicht gegen das, was sich durch dich ausdrückt. Du verweilst immer mehr bei dir und bist immer mehr mit dem, was auftaucht. Und hörst auf, irgendwelchen Leuten, auch Gott, Vorwürfe zu machen. Denn da sind sie nicht angebracht. Niemand hat etwas dazu getan, dass es so ist, wie es ist. Es gibt keinen Gott. Und es gibt auch niemanden im Universum, auch nicht das Bewusstsein, das als persönlicher Faktor dafür verantwortlich ist, so nach dem Motto, der Sahid, der, zeigen wir das jetzt mal, der werden wir jetzt mal ein Leben bescheren, an dem sie keine Freude hat. Das ist nicht so. Du bist einfach ein Ereignis von vielen, so wie viele Menschen und Tiere und Pflanzen Ereignisse sind, die spontan auftauchen und mit denen kein Zweck verbunden ist, im Sinne von, die müssen diese Lektion lernen oder die müssen jetzt mal so richtig leiden oder die sollen ein tolles Leben haben. Es ist einfach alles spontan, ohne Absicht. Das kann man natürlich als Mensch schwer nachvollziehen, weil wir als Menschen ja immer die Idee haben, wir machen nur etwas mit einer Absicht verbunden. Also weil wir einen Vorteil davon haben wollen, weil wir uns gut fühlen oder weil wir etwas brauchen und denken, dass es uns anschließend dann gut geht, also wieder entspannter sind als jetzt oder zumindest keine Begierde in uns ist und so weiter und so weiter. So, jetzt fragst du noch, warum tut das sein das? Das ist irgendwie crazy, aber ich denke, das ist beantwortet jetzt gerade. Daher müssen wir noch mal drauf eingehen. So, also es ist wichtig zu sehen, so funktioniert diese Struktur, dieser Körper, von der ich denke, die ich bin es vielleicht auch noch, oder eben ich weiß, ich bin es nicht. Und in dem Schauen, wie dieser Körper funktioniert und in den Ja's und Nein's dazu, ergeben sich dann auch Veränderungen. Die Ja's und Nein's, die beziehen sich auf das entsprechende Verhalten, was man oft an den Tag legt, wenn man bestimmte Eigenschaften hat, dass man das natürlich entsprechend
bewertet. Aber ganz wichtig ist, dass man sich anerkennt als der Gesamtausdruck. Also, sodass alle Ja's und Nein's, die in dir sind, auch sein dürfen und alle Formen von Ausdruck, so schlimm sie auch sein mögen, von dir akzeptiert werden, weil es ist nun mal so. Und das Spannende ist, wenn diese Akzeptanz passiert, dieses Sehen davon passiert, dass sich dann etwas ändert, ohne dass du etwas dazu tun musst und mehr verstehen musst, als es ist sinnvoll, nicht zu versuchen, etwas zu verdrängen, was ja eigentlich da ist. Also zum Beispiel immer wieder das unangenehme Thema von Aggression oder Wut. Ist man wütend, ist es wichtig, das anzuerkennen und sich dafür nicht ständig zu verurteilen, sondern zu sehen, es ist so. Natürlich kann man dann wissen, es wäre besser, es wäre andersrum, aber auch das hilft nichts. Es gilt anzuerkennen, was ist. Und das ist der Anfang einer möglichen Veränderung, die wir nicht verantworten müssen, sondern die dann von alleine passiert. Das ist das Geheimnis von Gewahrsein, dass man mit seinem Gewahrsein einfach anwesend ist und schaut, was passiert und nicht sofort alles, was passiert, bewertet oder ablehnt oder unbedingt haben muss. Ja, gerne, Sahid. Kostbar, du sagst jetzt, ach so, ich sollte das globaler sehen, also diese Übung des Einatmens von Elend und so weiter. Gut, jetzt habe ich die Übung verstanden und auch den übergeordneten Sinn. Ja, cool. Hallo Hugo, du fragst, hallo, ist Meditation ein Mittel, um ein Erwachen zu erreichen? Für das Erwachen muss alles Mögliche getan werden und nichts getan werden. Also, tun führt nicht zum Erwachen und nicht tun auch nicht. Es ist eine Mischung aus beiden. Was ist Meditation? Eine Meditation, wie ich sie verstehe, ist, dass man sich in nichts einmischt, was auftaucht. Einfach da ist. Und das ist genau das Prinzip von Erwachtsein oder Erwachen. Da sein und nichts verändern wollen. Wie eben schon gesagt, akzeptieren, was ist und sich nicht einmischen. So, dann bist du schon in einem Modus von deiner wahren Identität, so wie es letzten Endes am Ende ist, auch wenn es nicht in Perfektion sein wird, weil immer wieder möglicherweise Gefühle und alles Mögliche auftaucht und die Aufmerksamkeit weggleitet oder du einschläfst und so weiter. All das. Aber je mehr man sich da hinein begibt, je mehr man auch durch das hindurchgeht, was dann darin auftaucht, indem man einfach nicht drauf einsteigt, in dem Maße erlösen sich die Dinge, die in der Meditation aufgetaucht sind. Und das ist das, was eigentlich passieren muss. Man muss sich dem zur Verfügung stellen, was in einem selber auftaucht und was man nicht unbedingt mit Befreiung assoziiert, sondern auch mit unangenehmen Aspekten, verdrängten Aspekten und so weiter, unangenehmen Gefühlen und. Und in dieser Erlaubnis lösen sich diese Dinge auf und wenn sich alles Mögliche aufgelöst hat, dann taucht Befreiung auf. Es ist nicht möglich,
Befreiung zu wollen, ohne dass man das, was dem im Weg steht, aufgelöst hat. So, also wenn die Energie von Begierde, und die ist ja auch in dir, du willst ja erwachen, wenn die da ist im System, dann ist es wichtig, dass man die nicht verwendet für das Erreichen von weltlichen Zielen, sondern eben von spirituellen Zielen. So, das heißt, sich seiner wahren Identität zu öffnen, beziehungsweise einfach da zu sein oder bei sich zu sein. Oder eben auch Mittel zu nutzen, wie die Frage, wer bin ich, beispielsweise. So, und das, diese Energie, dieser Begierde, die in einem selber ist, bedeutet ja, es ist jemand da, der eine Begierde hat. Befreiung heißt, es ist niemand mehr da. Dann ist auch keine Begierde da, die irgendwas anderes wollte als Befreiung. Das Problem mit Befreiung ist, dass da der Wunsch nach Befreiung ist und gleichzeitig eine Begierde nach Bewahren der Persönlichkeit. So, und dieser Konflikt, der muss beseitigt werden, indem man das auflöst, indem man das nicht mehr bedient, also keine Begierde mehr in Bezug auf das hat, was die Befreiung verhindert. So, und dann passiert irgendwann automatisch die Befreiung und dafür gibt es nichts zu tun, weil die Befreiung an sich oder unsere wahre Identität existiert ja schon, sie ist nur vernebelt oder bedeckt, verdeckt. So, und dann passiert es von alleine, dass dann nach einer gewissen Anstrengung, es ist ja eine gewisse Anstrengung, sich auch hinzusetzen oder sich immer seiner wahren Identität zu öffnen oder im Herzen zu sein oder zu fragen, wer bin ich, dann diese Anstrengungen fallen irgendwann weg, wenn eben genügend Anteile, die Befreiung verhindern, sich aufgelöst haben. Und dann wird die Begierde nach Befreiung nicht mehr sein, weil sie nämlich dann ansteht oder von alleine passiert. So, also man kann mit keinem Mittel die Befreiung erreichen, aber ohne Mittel auch nicht. Ganz wichtig zu wissen. Das Problem bei der Idee von Erwachen ist, dass da jemand ist, der erwachen will. Und der ist das Problem. Der muss beseitigt werden, damit Erwachen passieren kann. Also, das heißt, immer solange ein Mittel genutzt wird, ist auch jemand da, der es nutzt. Oder die Idee da, dass da jemand ist, der es dann nutzt. Aber je mehr, wie gesagt, von den Tendenzen aufgelöst werden, die das Hindernis darstellen, umso weniger ist da auch ein sogenannter Jemand, der dann da ist, der sich selber bewahren könnte und Verwirklichung verhindern könnte. Das ist das Prinzip von Meditation, sozusagen den zu schwächen, der meditiert. Dann ist am Ende niemand mehr, der meditiert, aber Meditation. Das ist cool. Kostbar, du fragst jetzt, Moni, ist die Auflösung des Leides bezüglich Schuld auch Begierde? Ja, natürlich. Du willst ja frei sein von der Schuld und du willst, dass es dir gut geht oder vielleicht auch erwachst, je nachdem. Weiß ich nicht genau. Ja, ist eine Begierde. Aber wir brauchen diese positive Begierde, auch die nach Befreiung, weil wir sonst eben im Leid, im Chaos versinken. Bist du ständig involviert in das, was du nicht bist und versuchst es zu verbessern oder was auch immer damit zu machen, bist du in ständiger Not. Also, um die Begierde nach dir selbst als die falsche Persönlichkeit zu
eliminieren, braucht es eine Begierde, die das Gegenteil will, nämlich die Befreiung oder die Qualität von Samadhi oder tiefer Stille, Gelassenheit und so weiter. Ariane, wie geht man als Mutter damit um, fragst du, wenn der Sohn emotional leidet bzw. Gefühle verdrängt? Du kannst ihn darauf ansprechen, dass es wichtig ist, das nicht zu tun und eben auch, wie wir schon eine ganze Weile ja hier schon geäußert haben, die Gefühle, die da sind, nicht verdrängt. Das würde am besten gehen, wenn er dafür offen wäre, zu meditieren, mit dir zu meditieren, für den Fall, dass du das überhaupt tust. Du kannst aber deinem Sohn die Erfahrungen nicht abnehmen, wenn er darauf besteht, aufgrund seiner Eigenschaften, dass er weiter verdrängt, weil es nicht aushaltbar ist für ihn, was er an Gefühlen in ihm auftaucht. Dann musst du so lange warten, bis das Leben ihn einholt und ihn dazu zwingt, dass er sich dem in einer anderen Form widmet oder überhaupt erstmal widmet. Aber du kannst mit ihm sprechen über das Prinzip von Gefühlen, wie wichtig sie sind, dass Gefühle im Grunde genommen eine Auflösung im System sind, ein Entlassen von Energien, die uns nicht dienen und dass es bedeutet, dass Gefühle gefühlt werden müssen, dann verlassen sie das System. Also du kannst versuchen, ihm das so zu erklären, weil es ist ganz wichtig für einen Menschen, finde ich, eigentlich vor allem zu Beginn des Lebens, dass man eigentlich weiß, wie ein Mensch funktioniert, was Gefühle sind und wie man damit umgeht, was Gedanken sind, was sie bewirken und so weiter. Und auch die Mischung von Gefühlen und Gedanken. Das, also aufgeladene Gefühle mit Gedanken oder Gedanken mit Gefühlen aufgeladen, je nachdem. Also das wäre toll, du könntest es ihm auf diese oder andere, irgendeine andere Weise erklären, wie wertvoll das ist, dass diese Dinge passieren, also Gefühle auftauchen und sie nicht verdrängt werden. Ansonsten, wie gesagt, holt das Leben ihn dann irgendwann ein. So, Daniel. Also gibt es Schmerz? Ah, ich habe noch was vergessen. Ich habe noch was vergessen, Ariane. Ganz wichtig, also wenn du natürlich siehst, dass dein Sohn leidet, wirst du auch darunter leiden. Und für dich gilt dasselbe Prinzip, die Gefühle da sein zu lassen von Leid und auch zu schauen, dass du nicht zu viel auf ihn projizierst, für den Fall das. Also das erwähne ich nur, ich sage nicht, dass so ist, aber könnte sein als Warnung, als Hinweis. So, Daniel, grüße dich. Also es gibt Schmerz und alle Objekte und alles Wahrnehmbare, aber für niemanden. Oder auch Stille und Meditation und Gewahrsein ist alles da, aber für niemanden. Alles gibt es, aber ohne dass es jemanden gibt, der das kennt oder weiß davon. Ja, so ist die Lage. In etwa so, wie du beschrieben hast. Ganz grob gesagt, ja. Es ist niemand da, es ist nur die Idee, dass jemand da ist. Das heißt also, das unpersönliche Sein auch in einem Menschen wird persönlich genommen. Das ist das Problem. Würde es nicht persönlich genommen werden, gäbe es diesen Abstand und diese Qualität des Seinlassens, was ist, was auftaucht, und dann hätten wir die ganzen Probleme nicht, die wir haben. Es würde auch die Identifikation nicht passieren, weil Identifikation bedeutet, etwas Unpersönliches persönlich zu nehmen. So, das hätten wir alles nicht. Coole Welt wäre das. Ja. So. Also, wenn niemand da ist, ist auch niemand da, der was weiß oder der irgendwas kennt oder erfährt für sich selbst. So ist das. So. Dennoch ist die Qualität von Gewahrsein und die Qualität von Gelassenheit, die Qualität von Frieden, Stille und so weiter eine schätzenswerte Qualität, die erstrebenswert ist, beziehungsweise nicht nur das, sondern eigentlich uns zusteht als Lebensqualität.
also unser Geburtsrecht ist, dass es uns gut geht und wir nicht darunter leiden, dass wir denken, dass wir jemand sind, sondern im besten Fall mit Satsang in Kontakt kommen, also mit der Wahrheit, um zu wissen, was die Wahrheit ist und dann danach leben zu können. Im besten Fall. Gut. So, kostbar. Ich möchte in erster Linie Leid loswerden. Das ist nie gut. Und wenn ich mit anderen verbunden bin und weiß, dass sie keinerlei Schuld trifft, würde sich das Leid ja erübrigen. Also bin ich in der Begierde. Natürlich. Also etwas loswerden ist nie gut, sondern etwas anzuerkennen, dass es da ist. Willst du etwas loswerden, willst du es nicht haben? Willst du es nicht haben, wirst du es haben. Das ist so. Das ist ein Gesetz, dass das große Nein, was man zu Dingen hat im Leben, dir auf dem Fuße folgt wie dein Schatten. So, daher ist diese Einstellung nicht hilfreich, sondern es ist wichtig, dass man schaut, dass man sich mit dem Leid auseinandersetzt, im Sinne von, dass es da sein darf. Dann will man es nicht loswerden, sondern man schätzt es, weil es auch bedeutet, dass die Energie, die darin entlassen wird, wenn es denn gefühlt wird, dann zu dir zur Verfügung steht als Qualität. Und dann nutzt du es nicht und sagst, ich will das jetzt loswerden, sondern du bist sogar dankbar dafür, dass in dir diese Gefühle auftauchen. Sei es Leid, sei es Schuld, sei es Depression, was auch immer, Frustration. Dass, wenn du anfängst, das zu schätzen, dass es da sein kann, dass es da sein darf. Und wenn du weißt, dass alle Gefühle, egal welche, die in dir auftauchen, Energien sind, die den Körper verlassen und die ihn vorher verunreinigt haben, sage ich mal, nicht immer an alle, aber die ihn dichter gemacht haben, also nicht so transparent. Wenn die dann gehen, ist das nur zu deinem Vorteil. Das heißt, du wirst dadurch dann empfindsamer, empfänglicher für Energien. Du kannst deutlicher wahrnehmen, in welchem Modus du bist und auch in welchem Modus andere sind, mehr und mehr. Nicht garantiert, aber es ist möglich. Und das heißt, du bist dann ein Sensor für Lebensqualität. Du weißt dann, was dir gut tut, was dir bekommt und was dir nicht gut tut und nicht bekommt. Und das ist ein gutes Leben, weil wir müssen offen sein für uns selbst und natürlich auch für das Leben selbst und für die Menschen, die Tiere und die Pflanzen ebenfalls. Wenn wir das nicht sind, und das sind wir als Menschheit nicht, dann haben wir diese Dimension von über die Grenzen der anderen gehen, sie nicht respektieren, Tiere und Pflanzen und Menschen vernichten, alles in einem Rutsch. Das haben wir, weil wir nicht sensibel genug sind. Erlösen wir also unsere Energien, welche auch immer, erkennen sie an und lassen sie da sein und spüren sie. Dann ist es ein Segen für den ganzen Planeten. Dann braucht man eigentlich auch die Übung des Tonglen, die wir heute Abend vorgestellt haben, nicht zu praktizieren, aber sie ist für uns selbst und für die Herzöffnung, also für die Öffnung des Mitgefühls, sehr wertvoll. Und es ist wichtig zu wissen, wir sind nun mal keine Insel als Mensch, sondern wir sind eben ein Ganzes. Und was sich hier ereignet, das erfahren alle möglichen Länder, die auf der gegenüberliegenden Seite der Erdkugel existieren, für sich und umgekehrt. Und alles, was im Universum passiert, hat auf jeden einen Einfluss und auf alles einen Einfluss. Fatih, du fragst, ist das Aushalten von Einsamkeit etwas Positives oder Negatives für die spirituelle Entwicklung? Danke und mit freundlichen Grüßen. Aushalten würde ich nie sagen, sondern das Daseinlassen von dem Gefühl von Einsamkeit. Das ist wertvoll, darin erlöst du die Einsamkeit. Das ist gut. Also sozusagen, wenn wir schon hier in dem Fall unter positiv und negativ unterscheiden, es ist positiv oder besser gesagt unterstützend. Wichtig ist zu sehen, wir sind allein.
Und dich als eine Einheit, die getrennt ist von allen anderen, gibt es eigentlich nicht. Also eigentlich ist Alleinsein das übergeordnete Prinzip von Menschsein. Jeder Mensch ist an sich allein, aber Alleinsein als das Ganze. So, und das heißt, du bist dann nicht getrennt und du bist in dem Sinne auch nicht ohne Kontakt, aber du bist in dir allein und das ist das Wertvollste, was es gibt, dass du in dir allein bist und in dir, in deinem Raum, dich mit dem, was ist, als du, als dieser Raum wohlfühlst, also ein Ja dazu hast. Das ist total wichtig und wertvoll. Und dass du eben in diesem Alleinsein nicht auf andere angewiesen bist. Also, dass dieses Alleinsein für dich eine Qualität ist, die du schätzt, sodass du nicht in der Not bist, anderen gegenüber, indem du versuchst, deren Aufmerksamkeit zu bekommen, indem du versuchst, dich dann in dieser Weise zu verstellen, die dazu führen wird, aus deiner Sicht, dass du die Aufmerksamkeit bekommst. Aber das wird immer schräg sein, das wird immer falsch sein. Und das Wahre ist eigentlich das, was uns zufrieden macht. Also das, was nicht falsch ist, das, was real ist. Also lieber dich dann einsam fühlen und das so lange, bis du irgendwann für dich die Erfahrung machen kannst, in der Meditation möglicherweise, dass du allein bist, aber deswegen nicht im Dilemma. Das ist ganz wichtig. Allein sein heißt nicht im Dilemma, sondern in einer guten Weise zu schätzen, dass man alleine ist, eben mit sich selbst. Aber das kann man nicht, wenn man mit sich selber nicht klarkommt. Dann ist das nicht möglich. So, kostbar. Du sagst, ja, verstehe. Dann übe ich auch negative Gefühle zu akzeptieren. Das ist doch klar, das haben wir doch in der Übung schon vorweggenommen bzw. gesagt, dass es wichtig ist, eben das Elend und das Leid der gesamten Menschheit einzuatmen. Das ist ja aus der Sicht der Menschen ein sogenanntes negatives Gefühl. Und dann sagst du jetzt noch, gut, dass diese Baustelle auch noch aufgelegt wurde. Dankeschön. Ja, das ist ganz wichtig. Alles gehört zusammen. Es ist weder gut an den positiven Anteilen festzuhalten, noch an den negativen oder umgekehrt, weder die negativen zu verdammen, noch die positiven zu verdammen. Es ist wichtig, das richtig einzuordnen. Positive Gefühle, angenehme Gefühle müssen wir nicht verdrängen, wir sollten aber nicht nach ihnen streben, wir sollten nicht versuchen, sie festzuhalten, wenn sie auftauchen, denn dann steuerst du geradewegs auf negative Gefühle zu. Bist du in negativen Gefühlen und willst sie nicht haben, steuerst du auf die andere Seite zu, aber nur halbwegs und dann kehrst du wieder um und bist wieder im Negativen. Also das dient niemandem. Supriya, du sagst jetzt, ich habe seit ein paar Tagen gewisse Angst entwickelt. Kann Meditation das auflösen? Na, wenn du die Angst da sein lässt, löst du sie auf. Das ist Meditation, sich nicht einzumischen. Wenn nicht einmischen passiert, ist niemand da, der meditiert. Das ist die wichtige Unterscheidung. Es ist niemand da, der meditiert, weil es ist auch niemand da, der sozusagen die Eigenschaften ausdrückt, die so aussehen, als wäre jemand da. Okay? So, das ist wirkliche Meditation. Das heißt also, in dieser Qualität von einfach Dasein, wo sich niemand einmischt, erlöst sich alles, was darin auftaucht. Auch die guten Gefühle, die kommen und gehen. Versuchst du sie festzuhalten, kommst du in Schwierigkeiten. Versuchst du die negativen zu verdrängen, kommst du in Schwierigkeiten. Also nur in der Mitte davon bist du zu Hause.
was passiert, fragst du jetzt Fatih, wenn die Einsamkeit aufgelöst ist. Genau kann ich dir nicht sagen, was ganz genau passiert, aber in jedem Fall entfällt dann ein Leidensmuster von dir. Und du kannst dich dann sicher den Menschen öffnen. Oder fühlst dich ihnen zumindest verbunden und nicht getrennt und nicht einsam. Einsam heißt ja, eigentlich will ich mit anderen Menschen sein, aber ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Also ziehe ich mich zurück, aber leide darunter. So, das hört dann auf, das ist klar. So, und wie weit das dann gehen kann, ob du dich dann gleich verwirklichst, also Verwirklichung passiert, das wissen wir natürlich nicht. Nachher sieh mal, du fragst, wenn ich, also dieses Ich, Illusion ist, dann ist freier Wille und Entscheidungsfreiheit auch Illusion. Oder wie siehst du das? Ja, ich denke, das sollte eigentlich hier schon durchgeschimmert haben, in dem, was wir hier gesagt haben, dass natürlich es einen freien Willen nicht gibt und Entscheidungsfreiheit natürlich dann sowieso nicht. Wenn es keinen freien Willen gibt, gibt es die nicht. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwas unabhängig von dem, was im Universum passiert, zu entscheiden. Aber wir sind hier natürlich in unseren Begegnungen, wie auch hier heute Abend, konfrontiert damit, dass viele der Ansicht sind, dass sie jemand sind und oder es schon gehört haben, dass sie es möglicherweise nicht sind oder vielleicht auch in Meditation erfahren haben, es aber sich nicht umgesetzt hat als Verwirklichung. Und da sprechen wir natürlich über bestimmte Dinge, was wie gut wäre, wenn das passieren würde, mehr im Sinne von, wenn das passieren würde, als dass es jemand machen kann. So ist das aus meiner Sicht zu verstehen und auch zu erklären. Ja, hallo Brigitte, du sagst jetzt daraufhin, du sagst, wir haben keinen eigenen Willen. Der Teilnehmerin, die im Krankenhaus liegt, hast du den Rat gegeben, anzuschauen, was sie dazu beigetragen hat. Ja, das, wie gesagt, sage ich all denen, die denken, dass sie noch was tun und jemand sind, die müssen danach handeln, dass sie eben versuchen herauszufinden, was läuft. So ist das einfach. Obwohl, wenn sie es dann rausgefunden hat, dass nicht ihr Verdienst ist, dass es so passiert ist. Und auch die Impulse dazu auftauchen müssen, denn sonst passiert es nicht. Wir könnten es auch so machen, wenn du es ganz konsequent möchtest, wenn jemand fragt, was soll ich tun? Dann zu sagen, du kannst nichts tun. Fertig. So, so verstehe ich die Hinweise, die kommen. Auch dir habe ich ja schon einige Hinweise gegeben. Du hast auch mich um Rat gefragt. Nicht jetzt heute hier, sondern auch davor. Sodass, wenn jemand fragt, der dann auch für sich schauen kann, wenn er versucht, das umzusetzen, ob das wirklich auch klappt, dass man das, was man will, auch kann. So, und das ist dann ein Hinweis für einen selbst. Aha, ich kann das ja möglicherweise gar nicht, sondern es passiert oder es passiert nicht.
Brigitte, wenn es darum geht, Verlangen aufzugeben, ist dann ein Obdachloser dazu verdammt, in seinem Elend auszuharren? Er darf sich also nicht nach einem warmen Zuhause sehnen? Wer hat dann so was gesagt? Du. Du, zum Glück hast du es gesagt und nicht ich. Niemand hat gesagt, dass es darum geht, Verlangen aufzugeben. Das kann niemand. Es ist ja auch niemand da, der es kann, wenn wir jetzt mit der Diktion fortfahren wollen. Also, das ist nicht der Fall, sondern zu schauen, dass es möglich ist, dass das auftauchen darf, was auftaucht, dass man nicht dagegen geht. Das heißt, nicht Verlangen aufzugeben. Wenn Verlangen da ist, muss man es leben. Du hast heute wahrscheinlich den größten Teil nicht mitbekommen, denn wir haben am Anfang davon gesprochen, dass die Begierde oder zwischendrin auch wieder, dass die Begierde, die da ist, gelebt werden muss, denn sie ist da. Und das heißt, da ist ein Wollen in einer unpersönlichen Form des Ausdrucks, ein Wollen. Und dieses Wollen ist natürlich auch in einem Obdachlosen möglicherweise, der sich nach seinem warmen Zuhause sehnt. Und wenn er dann ausharrt, harrt er dann eben aus. Dann hat er dann kein weiteres Verlangen im Moment. Oder er hat das Verlangen, einfach liegen zu bleiben. Es taucht zumindest in ihm auf. Es ist niemals ein persönliches Verlangen, aber es ist ein Verlangen. Wird nicht verlangt, dass irgendjemand eine Anhaftung aufgibt, weil diese Idee existiert in spirituellen Kreisen, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nur in einer Öffnung in das, was man ist, oder im Dasein, in Meditation oder in der Frage, wer bin ich. Darin funktioniert das mehr und mehr, weil sich darin derjenige auflöst, der das Verlangen hat. Das haben wir lang und breit erklärt, aber hast du wahrscheinlich vorhin auch nicht mitbekommen. Ja, gerne, Supriya. Kostbar, die Übung ist wirklich klasse. Wenn ich Schuld einatme und Glückseligkeit ausatme, fühlt es sich so an, als würde über alle Menschen Glückseligkeit ausgeschüttet werden. Ich empfinde dabei Frieden. Ja, aber reduziere dich nicht auf Schuld, sondern auf das gesamte Leid, auf alles. Du reduzierst dich immer wieder auf deine Thematik, weil du willst jetzt die Schuld damit loswerden. Das funktioniert nicht, wenn du etwas loswerden willst, sondern du solltest wirklich bereit sein, das Leid der Menschen einzuatmen. Damit dann auch bereit sein, es zu transformieren und dann als transformierte Qualität, als Glückseligkeit oder als Segen wieder ausatmen. Du kannst es auch als Liebe bezeichnen. Hauptsache, es ist transzendiert. Wir werden da sicher noch das ein oder andere Mal darauf zurückkommen müssen, kostbar, weil es ist oft so, dass man dann bei so einer Übung noch so seine Zweifel hat und es ist wichtig, dass man die in der Praxis nicht mehr hat, also Gewissheit hat, dass das funktioniert, was man praktiziert. Jetzt müssen wir natürlich, denke ich, hoffentlich nicht noch sagen, da ist natürlich niemand, der praktiziert und so weiter. Aber das wisst ihr ja alle, praktizieren geschieht, die Erinnerung daran geschieht und die Glückseligkeit, die darauf folgen kann, geschieht auch. So, und du sagst jetzt, ach so, okay, okay.
Heidi, wenn ein Mensch mich irgendwie böse ansieht, empfinde ich Angst, etwas falsch gemacht zu haben, wie in der Kindheit. Ja, auch dazu gilt dann das Gefühl von, du hast etwas falsch gemacht, also das, was sich unangenehm anfühlt, dabei zu fühlen, da sein zu lassen, nicht zu verdrängen, wäre das Beste. Okay, ich glaube, es ist gut für heute. Ich hatte eine anstrengende Woche und die Woche davor auch und die Woche davor auch und heute auch und morgen auch schon wieder. Morgen geht es nach Hamburg, wollte ich sagen. Wer Lust hat, sich angesprochen fühlt, live im Satsang dabei zu sein, das ist nochmal anders. Für mich nochmal eine höhere Intensität natürlich. Ab Freitag ist Satsang in Hamburg, Freitagabend um 8, dann Samstag den ganzen Tag, Sonntag den ganzen Tag. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Der Raum ist groß, wir bringen euch alle unter. Zwischendurch gehen wir essen, machen uns eine gute Zeit, wir machen uns überhaupt eine gute Zeit. Darum geht es ja auch, darum geht es im Satsang, dass man lernt, sich eine gute Zeit zu machen und das Leben zu schätzen. So, und für den Fall, dass wir uns nicht in Hamburg sehen in der Woche darauf, ist Ronneburg, das ist bei uns zu Hause in der Nähe von Frankfurt. Da haben wir auch 2 Tage hintereinander Satsang bei uns und auch immer eine gute Zeit. Und danach geht es dann nach München, es geht dann wieder nach Winterthur, Zürich anschließend und dann letztes Wochenende in November nach Berlin. Ja, zwischendurch sehen wir uns, glaube ich, nochmal im Live-Chat und auch hoffentlich live. Und ich bedanke mich sehr für euer Hiersein, für die guten Fragen, vor allem für eure Präsenz. Danke ich euch ganz herzlich. Danke für Satsang.